Hallihallo allerseits, Zeit für unser Abendgebet. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, dass ihr alle eure guten Geister um euch habt. Ja, und es heißt ja nicht umsonst, der oder der ist von allen guten Geistern verlassen. Das ist dann, wenn man seine Helfer nicht wahrnimmt, wenn man in die Kooperation mit den Helfern nicht geht oder wieder rausgeht. Dieses Miteinander mit unseren unsichtbaren Kräften, die wirklich real existierend sind, ist im Moment das, was wir am allermeisten nötig haben. Und es wird das sein, was wir künftig erst recht bitter nötig haben. Nämlich zu wissen, wir sind nicht allein. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wissen. Wie ihr vielleicht, die Einzelnen von euch, schon mal irgendwelche Chaka-Chaka-Coachings gemacht habt. Oder es gibt so ein paar Bücher, da steht drin, hey, komm in deine Kraft, du bist großartig. Da steht vielleicht sogar drin, du bist göttlich, was natürlich ein Schmarrn ist, weil wir es schlicht nicht sein können. Wir sind Menschen und im Göttlichen oder aus dem Göttlichen kommt eben nur Gott. Und sein Sohn Jesus und der Heilige Geist. Und alles andere ist eben nicht göttlich. Wir dürfen sagen, dass wir einen Gottesfunken haben, einen Funken ins Herz gesetzt, der uns verbindet mit der Schöpferkraft. Sonst könnten wir gar nicht existieren, hätten diese sogenannte Vis Vitalis nicht zur Verfügung. Aber göttlich sind wir natürlich nicht. Also auf jeden Fall steht dann in diesen Büchern oder man lernt das bei diesen Seminaren, hey, also du bist großartig und was Größeres gibt's gar nicht und komm in deine Kraft und also du schaffst alles ganz allein. Ich habe früher solche Seminare auch mitgemacht und habe dann aber festgestellt, dass wenn es mir mal richtig schlecht ging, also ich vielleicht krank war und noch eine auf den Dötz gekriegt habe, so rein moralisch von irgendjemandem, oder gerade in einer schwerwiegenden Trennung mich befunden habe, hey, da war nichts mehr übrig von dem Chaka-Chaka. Und wenn ich da dann nicht schon gewusst hätte, ich kann beten, um Hilfe bitten, aber vor allem um mich herum sind Wesen, die ich bitten darf, könnt ihr mir ein bisschen Unterstützung geben? Ich fühle mich allein, ich fühle mich krank, ich fühle mich schlecht. Könnt ihr mich aufbauen? Ich habe Magenschmerzen, ich habe vielleicht Magen-Darm. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr meinen Magen-Darm-Bereich beruhigen? Da kann man echte Wunder erleben. Aber nicht, wenn man denkt, na, klappt sowieso nicht, sondern ganz fest im Vertrauen, ihr seid da und helft mir. Und so geht es auch mit der Seele. Wenn ihr schlecht drauf seid. Darüber sprechen wir ja immer wieder. Rausgehen, beten oder am offenen Fenster stehen, beten. In der Kraft bleiben, ganz, ganz wichtig. Und immer wissen, du bist nicht allein. Auch wenn du allein auf einem Feld stehst, über dir sind die Sterne oder die Sonne. Unter dir Mutter Erde. Und um dich herum viele Wesen, Wesenhafte, die sowieso immer da sind, um unsere Natur, unsere Schöpfung lebendig zu erhalten. Und dann die geistigen Helfer, die Unterstützer aus der geistigen Welt. Ja, das kann man nur immer wieder sagen, damit ihr durch diese Zeit hier durchkommt, was wir ja hier alle als Ziel haben. Fröhlich durchs Chaos. Und gesund durchs Chaos, wie das Buch von Christopher Vasey ja auch heißt, dieses wunderbare Buch, wo wir so viel lernen können, unser Immunsystem in Ordnung zu halten, uns richtig zu ernähren. Da gibt es so viele Hinweise. Dieses Immunsystem wird gestärkt durch Lachen, durch Freude, durch Dankbarkeit, Demut. Das sind ja alles hochedle Tugenden. Und die supporten uns, die geben uns Kraft von allen Seiten, von unten, von der Seite, von oben und tragen uns durch diese Zeit.
Ich möchte heute mit euch eine Zuschrift lesen. Da gibt's eine Frage und die würde ich gerne versuchen selber zu beantworten, weil ich praktisch prädestiniert bin. Es geht darum, wie gehe ich mit Verleumdungen um? Und da bin ich schon fast Experte in den letzten knapp 15 Jahren geworden. Also wie das ist mit Verleumdungen, die ist, wo ich sehe. Also die Dame schreibt: Liebe Frau Herrmann, Sie haben mir mit Ihren Gedanken zum Abendgebet schon oft neue Impulse und Denkanstöße gegeben. Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken. Sie wurden und werden für Ihre Meinungen ja oft angegriffen, verurteilt und sogar verleumdet. Mich würde sehr interessieren, wie Sie mit solchen Menschen umgehen. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie einer dieser Personen plötzlich gegenüberstehen würden? Würden Sie sie ignorieren? Sich mit ihr auseinandersetzen? Würden Sie generell freundlich sein? Diese Frage stellt sich mir gerade selbst, weil ich das Problem habe, von einem Nachbarn in der gesamten Umgebung verleumdet zu werden. Auch wenn man ihn darauf anspricht, lässt er keine Ruhe und erfindet ständig neue Lügen und Unsinnigkeiten, die er weiter verbreitet. Man fühlt sich einfach machtlos. Wie geht man mit so einem Menschen um? Wie bekommt man ihn aus seinen Gedanken oder bestenfalls aus seinem Leben? Wegziehen ist keine Option. Vielleicht haben Sie einen Input für mich. Ich wäre Ihnen sehr dankbar. Ja, und die Dame schreibt auch noch, ich könnte mir vorstellen, dass das Thema für einige andere Leser auch interessant sein könnte. Das ist ein interessantes Thema. Die erste Frage war ja, wie würde ich damit umgehen? Stellen wir uns mal vor, wie würde ich damit umgehen, wenn Johannes B. Kerner vor mir stehen würde? Jetzt hier im kanadischen Urwald. Also erstmal wäre ich natürlich sehr überrascht, das ist klar. Kerner im kanadischen Urwald, kaum vorstellbar. Ja, und dann käme es ganz darauf an, wie Herr Kerner wäre. Würde Herr Kerner mich sehen, sich erschrecken und innehalten und versuchen, sich wegzudrehen, so würde ich ihn in Ruhe lassen. Würde er auf mich zukommen und würde sagen, ja, war vielleicht ein bisschen doof damals, aber jetzt ist ja wieder alles gut, dann würde ich zu ihm sagen, nein, es ist noch gar nicht alles gut. Das war eine große Ungerechtigkeit damals. So, und dann kommt es drauf an, wenn Herr Kerner bereit wäre, sich dafür zu entschuldigen, dann wäre das ein erster Schritt. Würde ich feststellen können, es ist eine ehrlich gemeinte Entschuldigung und nicht nur ein bloßes Lippenbekenntnis, dann würde ich mich mit ihm hinsetzen und diskutieren. Auf irgendeinem Baumstamm oder so. Und würde ihn fragen, wie es denn dazu kommen konnte, zu einem solchen Fehler. Und ich würde mich bemühen, ihm zuzuhören und ihn zu verstehen. Würde er aber oberflächlich sein und sagen, naja, also so schlimm war das jetzt auch nicht, dann würde ich sagen, wir haben keine Grundlage für ein gemeinsames Gespräch. Ja, aber wenn wir uns da unterhalten würden, dann würde ich noch eine Forderung an ihn haben. Dann würde ich sagen, lieber Herr Kerner, ich freue mich darüber, dass Sie das einsehen. Ich freue mich darüber, dass Sie sich entschuldigen. Aber nach den Gesetzen der Wechselwirkung ist noch etwas vonnöten. Das, was Sie mir jetzt gerade gesagt haben, müssten Sie genauso, wie Sie damals öffentlich gegen mich gehandelt haben, müssten Sie dies jetzt auch öffentlich richtigstellen, damit es im richtigen Maß ist. Und dann wären wir wahrscheinlich keine dicken Freunde, aber ich hätte Ihnen nichts nachzutragen. Nun ist aber meine grundsätzliche Haltung generell, dass ich Herrn Kerner nichts nachtrage. Und ich verurteile ihn nicht, ich richte ihn nicht, denn er wird gerichtet. Er steht genauso in den Gesetzen wie wir alle. Und es gibt das Gesetz der Wechselwirkung oder wie Christus gesagt hat, was der Mensch sät, das wird er ernten.
beziehungsweise das wird er vielfach ernten. Und wenn ich mir vorstelle, was damals passiert ist, dann möchte ich auf keinen Fall mit ihm tauschen. Möglicherweise habe ich irgendetwas karmisch kassiert damals, was ich vorher angerichtet hatte, in einer ähnlichen Art wie er. Naja, also und was da passiert ist dann, wenn es eine karmische Rückwirkung sein sollte und davon kann man fast ausgehen, dann kann man sich vorstellen, dass das Vergehen meinerseits irgendwann in einem früheren Leben ähnlich hart gewesen sein muss. Ja, und ich weiß einfach, dass ich kein Recht habe, ihn zu urteilen, zu verurteilen und auch keine Veranlassung habe, da weiter reinzudenken. Also das heißt, jemand, der mich verleumdet hat, um jetzt auf diese Leserin zurückzukommen, den behandle ich innerlich neutral. Damals war ich bestürzt, aber auch damals, es war ja 2007, also schon 13 Jahre her, in dieser berühmten Kerner-Sendung, und ich war bestürzt über derartiges Verhalten, zumal ich Herrn Kerner kannte, wir waren auch auf Du, das Du habe ich ihm inzwischen wieder entzogen, einfach mal so, grobstofflich und feinstofflich, weil ich damit unliebsame Fäden durchgeschnitten habe, mit denen ich ansonsten mit ihm verbunden wäre. Das ist durchgeschnitten. Und also ich kannte ihn ja, wir waren ja Kollegen, wir haben uns auch öfter getroffen und so weiter. Also das heißt, seit ich diese drei Bände kenne und lese und die Gesetze der Natur dadurch lernen darf, studieren darf, was ich schon seit 15 Jahren tue, weiß ich eben auch, am besten ist es, wenn ich gut aus der Sache rauskommen möchte, dass ich mich innerlich neutral stelle. Keine Wut, kein Hass, keine Verurteilung, keine Verachtung, keine Schadenfreude, wenn ihm mal was passiert. Einfach neutral bleiben, bei mir bleiben, mit den Lichtgedanken mich nach oben hin verbinden und sage, Herr, dein Wille geschehe. So, jetzt ist die Frage aber dieser Leserin aus unserem Kanal, sie wird von einem Nachbarn in der gesamten Umgebung verleumdet. Das ist natürlich wenig Information. Da können wir jetzt sehr wenig sagen, weil würden wir jetzt den Nachbarn interviewen, dann würden da Dinge wahrscheinlich rauskommen, die jetzt hier in diesem kurzen Anschreiben nicht drinstehen. Warum er das macht, wie gut die beiden sich kennen, welche Veranlassung er hat. Ich denke, das muss erst einmal geklärt werden zwischen den beiden. Also wenn es der Nachbar ist, dann wird sie die Adresse haben. Vielleicht kann sie ihm schreiben. Wenn es ihr völlig unverständlich ist, warum er sie verleumdet, dann kann sie ihn fragen, warum machen sie das oder du, keine Ahnung, wie die zueinander stehen. Und das ist sehr unangenehm für mich und ich würde gerne ein klärendes Gespräch haben. Ich glaube, das würde ich so machen. Also, vorausgesetzt, da ist jetzt nichts irgendwie vorgefallen zwischen den beiden. Das wissen wir ja jetzt nicht. Aber wenn es so einer wäre, der aus dem heiteren Himmel mich schlecht machen würde, dann würde ich ihn fragen, warum er das macht und ob wir uns unterhalten wollen. Ob es vielleicht ein Missverständnis geben könnte, das wir aufklären. Ja, und dann liegt es an seiner Reaktion. Vielleicht antwortet er nicht darauf. Dann muss man es so stehen lassen und muss darauf vertrauen, dass die Leute, die da auch noch die Nachbarn sind, einen selbst ja kennen. Und wenn man sich nicht zu Schulden kommen lässt und eigentlich ein freundlicher und verbindlicher Mensch ist, dann wissen das die Nachbarn auch, weil die können sich ein Bild machen von einem. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Als damals die Kerner-Sendung war, war ich ja auf dem Zenit meiner Karriere. Ich war bekannt, ich war sehr beliebt, beliebteste Moderatorin Deutschlands, hatte irgend so ein Ipsos-Institut, glaube ich, herausgefunden. Und als ich da derartig runtergeputzt wurde,
Da ist die Telefonzentrale des ZDF für ein paar Tage außer Betrieb gewesen. Und ich hatte innerhalb von 3 oder 4 Wochen eine 250.000 E-Mails bekommen, ebenso übrigens das ZDF. Und 95% dieser Zuschriften waren ganz liebevoll, konstruktiv mir gegenüber und völlig empört über diese Kerner-Sendung. Versteht ihr? Viele Leute kannten mich oder mochten mich und wussten auch und hatten das wahrscheinlich auch gesehen. Viele hatten geschrieben, dass sie am liebsten ihren Fernseher in dieser Nacht, das war ja eine Nachtsendung, um 22:45 oder so abends, aus dem Fenster geschmissen hätten. So wütend waren sie. Das heißt, wenn man ein Umfeld hat, ein soziales Umfeld, meins war natürlich viel größer, weil ich bekannt war, dann wissen die Leute um einen. Und dann darf man auch vertrauen. Nächstes Beispiel, diese Spiegelkampagne im Sommer, die gegen uns gefahren wurde, wo dann auch etliche, fast alle, nicht alle, aber fast alle Mainstream-Medien aufgesprungen sind und über den Andreas und mich richtige Lügengeschichten erzählt hätten. Wir würden hier eine rechte Kolonie in Kanada aufbauen und so weiter. Also ein Schmarrn. Und es hat ihnen nichts genutzt. Dieser Kanal hatte damals, ich glaube, 132.000 Leser, Abonnenten. Und heute haben wir, was haben wir denn heute? 166.000 und ein paar zerquetschte. Und es ist durch diese Kampagne nichts passiert. Es ist keiner abgesprungen oder vielleicht ein paar, ganz wenige, aber so, dass es keinen Ausschlag gegeben hat. Man hat es nicht bemerkt. Und in den Medien in Deutschland ist so viel Brühe über uns ausgegossen worden und tausende Leute standen hinter uns. Sodass man einfach auch vertrauen darf, die, die mich kennen, wissen, wie ich bin. Und deswegen sollte man sich übrigens tatsächlich immer bemühen, ein guter Mensch zu sein, die Naturgesetze zu lernen, damit man auch unbewusst, unwillentlich keine Fehler macht und einfach in den Gesetzen der Natur schwingt. Ja, also ich würde sowas versuchen, gütlich zu regeln, wenn es so unter Nachbarn wäre, wie gesagt. Und besser ist es, keine neuen Fässer aufzumachen, indem man jetzt einige Nachbarn zu sich auf die Seite zieht und sagt, der hat das und das gesagt. Oder man versucht es zu rechtfertigen oder so. Das bringt in den meisten Fällen gar nichts. Im Gegenteil, man sieht immer ein bisschen blöd aus, wenn man im besten Wollen übrigens versucht, das irgendwie anderen zu erklären. Sondern souveräner wirkt man, wenn man sagt, sorry, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich weiß nicht, was diesen Menschen treibt. Und ich hoffe, dass er wieder in seine Kraft kommt. Dann kann man beten. Man kann beten und sagen, wenn man sich wirklich sehr ungerecht behandelt fühlt, bitte hilf mir dadurch. Und gleichzeitig ist es wichtig, darüber nachzudenken, habe ich etwas Ähnliches in der letzten Zeit gemacht? Habe ich jemandes Ruf ruiniert? Habe ich schlecht über jemanden geredet? Habe ich jemanden verleumdet? Kann in diesem Jahr gewesen sein, kann vor 5 Jahren oder vor 10 oder 20 Jahren gewesen sein. Die Rückwirkung kommt ja immer. Auf jeden Fall, wenn man sich auch nicht erinnern kann, dass man selber so gehandelt haben könnte, dann wird es wahrscheinlich eine Rückwirkung aus einem der früheren Leben sein. Mit anderen Worten, Karma. Und wenn man in so einer Karma-Ablösung steht, die sehr unangenehm ist, dann sollte man nicht verzweifeln und sich als Opfer fühlen und ungerecht behandelt fühlen, sondern man darf auch nach oben schauen und sagen, danke, dass ich ablösen darf. Denn alles, was wir hier auf Erden ablösen dürfen, nehmen wir nicht mit ins Jenseits. Und im Jenseits hängt das Karma doppelt schwer an einem als hier. Das ist ja der Grund, warum wir hier immer darüber reden, dass wir unsere
üblen Muster, unsere inneren Schweinehunde loswerden müssen, mit denen wir andere Leute belasten, damit wir uns nicht a. ständig neues Karma aufladen und b. unser altes Karma ablösen dürfen. Darum geht's hier auf dieser Erdenwanderung. Leichter zu werden, besser zu werden, gelassener zu werden und tief im Vertrauen zu stehen. Das Licht ist da und wenn ich mich richtig verhalte und mich inniglich verbinde, dann habe ich Hilfen. Ohne Ende. In diesem Sinne, ihr Lieben, um 21.30 Uhr das gemeinsame Gebet. Und ich poste hier hin und wieder diese schöne Idee, um 21 Uhr Fenster auf und den Gefangenenchor von Nabucco abspielen. Wenn das viele machen, ich glaube, das könnte eine sehr schöne Bewegung sein. Bis bald.